MDR Sachsen-Anhalt, das Radio Vivier und der SC Magdeburg mit den Fan-Talks exklusiver Dings nach den Heimspielen des SC Magdeburg. Heute ist ein besonders schöner Tag. 2 Jahre sind sie in der Liga, die erste Saison haben wir zweimal verloren, letzte Saison haben wir zweimal unentschieden gespielt und heute haben sie richtig einen auf den Sack gekriegt, die Kollegen vom SC DFK Leipzig. Und ich glaube mit 11 Toren, Mann des Spiels, Robert Weber heute im Fan-Talk. Oder waren 10, kann auch sein. Ganz egal. Diesen langen aufs leere Tor aus 500 Metern, den habe ich doppelt gezählt. Jetzt die wichtigste Frage ist, Bier oder nicht Bier? Nee. Mann! Alter, ich hätte schwören können, dass du eins trinkst. Ah, ich habe ein bisschen Gerüchte gehört, dass da eine Wette am Laufen ist. Ja. ist mein Kumpel Olli Lok hier, weil ich habe ihm versprochen, dass er das Bier kriegt, wenn er... Olli, bist du irgendwo? Nee, dann ist er nicht da, hat er Pech gehabt. Möchte irgendjemand das Bier? Olli, bist du da? Nee. Du bist nicht Olli Lok. Aber hier, nimm... Warte. Darf Roberts vergeben? Okay. Aber keine Kinder. Nee, mein Nachbar. Okay, wer ist dein Nachbar? Dein Nachbar! Großartig. Zum Wohl. Stimmt das, dass ihr auch vor dem Spiel abends manchmal einen trinkt? Nein. Jedes Mal. Nee, er ist mein FIFA-Kumpane. Also wir, so nicht vor dem Spiel, aber 1-2 Mal die Woche treffen wir uns schön bei mir im Zockerzimmer und dann gibt es mal eine Runde FCM gegen Halle oder so. Wer spielt Halle dann? Ich muss, weil er ist ein riesen FCM-Fan, deswegen. Und du verlierst hoffentlich immer schön. Ja. Nee. Robert Weber, ein Mann, der ja überhaupt nicht gerne verliert, egal in welchem Spiel. Weißt du eigentlich, dass wir beide noch eine Wette offen haben? Wir wollten beide mal gegeneinander Squash spielen oder Badminton. Gerne, jederzeit. Okay, gut. Seid ihr dann alle da? Okay, wir stellen das ins Internet. Für wen seid ihr? Für Robert? Hier, Hände hoch, wer für Robert ist? Kann mal der eine oder die eine, die für mich ist, die Hand nehmen? Oh, zwei, Gott sei Dank. Robert, du merkst, wir reden gar nicht über das Spiel, weil es einfach nur schweinegeil war. Was würdest du sagen? Super. war fantastisch. Also trotz des schönen Wetters, nach langer, langer Regenzeit, so viele Leute in die Halle geströmt, uns von Anfang bis Ende unterstützt. Es war ein Wahnsinn und wir haben das Spiel heute gezogen. Ich glaube, die 15 oder 16 Spiele auf der Platte plus nochmal 7.000 in der Halle haben wir uns heute die 2 Punkte alle gemeinsam verdient. Also mal abgesehen von deinen vielen Toren, gab es ja noch so viele andere Geschichten. Erstmal um Carlos Molina, erster Pflichtspieleinsatz, so richtig, also über so eine lange Zeit, weil Verletzte waren. Eigentlich hätte sogar Musa nicht spielen können, oder? Wie stellte sich das da? Ja, ich habe da auch nicht ganz den Durchblick gehabt. Also er war mal da beim Training, mal war er nicht da und hin und her hat er so eine Roboterschiene bekommen. Aber ich denke, Klett Kalarasch hat es heute hervorragend gemacht. Wir konnten das auch gut kompensieren mit Carlos Molina, der heute sensationell in die Breschen gesprungen ist für Schrappbeck. Es klingt jetzt blöd, wenn ich das sage, man hat kaum gemerkt, dass irgendwelche Leute fehlen. Wir sind heute einfach als Einheit aufgetreten und am Ende war es scheißegal, wer die Tore macht. Wir haben 2 Punkte und die Magdeburger sind glücklich. Na, großartig, deshalb, ich fand es besonders bemerkenswert von Carlos Molina. Glepp haben wir schon gesehen, der kann hinlangen. Der hat in der Vorbereitung, glaube ich, mehr 2 Minuten bekommen als du in deiner ganzen Karriere. Und es war halt wirklich, das hat man wirklich kaum gemerkt. Habt ihr da spezielles Training gemacht irgendwie oder wurde es ihnen einfach erklärt und Benno hat gesagt, vom Spiel hinlangen, wo es hinzulangen gilt und fertig? Ah, das gestaltet sich ein bisschen schwierig mit Carlos, weil er unserer Sprache nicht ganz mächtig ist. Englisch auch nicht wirklich. Man hat dann mit Händen und Füßen so probiert ein bisschen zu erklären und Benno hat ihn dann im Training ein bisschen hin und her geschoben wie so Schachfiguren. Aber hat das heute sensationell umgesetzt und hat gute Fouls gemacht, hat gut den Angriff von den Leipzigern unterbrochen und das war schon hervorragend. Und dann im Training war manchmal eben, wie ich sagte, Musa war manchmal da. Plötzlich stand in der Abwehr, dann wieder nicht, dann war er bei den Physios und hin und her. Und am Ende bin ich froh, dass man, klingt jetzt blöd, ihn nicht gebraucht haben, weil sonst vielleicht die Verletzung noch schwerwiegender sein könnte. So braucht man für die nächsten Aufgaben und so kann er jetzt nochmal eine Woche ein bisschen auf sich gucken, sein Knie ausheilen lassen und dann bei der MT-Melsungen wieder richtig ran. 2 Fragen dazu. Erste, was ist ein gutes Foul? Ein gutes Foul ist, wenn er den Angriff unterbricht ohne eine Zeitstrafe. Okay, und zweite Frage, wie kompensiert man das im Kopf als Spieler, wenn von der Mannschaft immer mal einer fehlt, wieder da ist, wieder nicht da ist, fragt man danach oder macht ihr dann einfach Kopf runter, wir konzentrieren uns auf das, was der jeweils ausführende Trainer gerade sagt und fertig?
Ja, ganz oft ist man so im Fokus im Training, dass man dann gar nicht merkt, dann teilweise, wer neben einem steht. Also es ist wirklich, und dann geht es schnell übers Feld im Training und dann ist man ausgepowert und dann ist eigentlich einem scheißegal, wer neben einem steht. Hauptsache das Training ist vorbei. Was Robert eigentlich auch sagen wollte, ist egal, wer die Tore macht, Hauptsache ich. So ist es. Du hast jetzt gleich Empty Melsung eingespielt, aber ist nicht noch ein Auswärtsspiel im Pokal irgendwie, was du da vergessen hast? Ja, das ist... Also ich will dich jetzt nicht runterbringen. Ich habe das schon, wie gesagt, gegen Saint-Louis. Ich will auch damit, wir werden da mit Riesenrespekt anreisen, aber ich denke mal, auf dem Blatt sind wir da klarer Favorit, aber wir nehmen diese Aufgabe sehr, sehr ernst. Nur ich weiß, dass es am Ende der Welt ist, glaube ich, und dass es eine riesenlange Reise auf uns zukommt. Flugzeug oder Bus? Ja, ich glaube, fliegt da was hin? Liebe Kollegen, sollte irgendjemand im Netz das jetzt hier sehen und aus Saint-Louis kommen, Umgebung oder sowas, der kann nicht anders, der Robert. Der ist aus Österreich, der hat einen ganz anderen Humor als wir alle. Der meint das. Ich entschuldige mich schon mal, tut mir leid. Ich glaube, da gibt es so kleine Flughäfen, weil da unten ganz viele reiche Menschen wohnen. Wirklich? Ja. Ey, da muss ich hin. Ich spiele in Saint-Louis. Liebe Kollegen in Saint-Louis, sollten Sie Millionär und mehr sein? Hier, kleiner Privat. Nein, du bleibst gefälligst noch hier. Wir brauchen dich doch. Das ist nämlich dein Applaus. Hör dir das an. Die wollen dich nämlich hier haben, die Leute. Aber es ist schon so, dass da wahrscheinlich dann eine andere Besetzung auf der Platte stehen wird. Wahrscheinlich von Anfang an. Ich glaube nicht. Also wir nehmen das sehr, sehr ernst. Unser Ziel war auch, dieses Jahr den DAB oder ins Final Four zu erreichen. Und wie gesagt, Saint-Louis ist eine sehr, sehr gute Mannschaft, heimstark. Ich glaube, Pat Schulz ist da im Tor, der ehemalige Magdeburg-Keeper auch. Und wir gehen da auch mit Riesenrespekt, wie gesagt, das vorhin war nur ein bisschen Spaß, mit Riesenrespekt an Werke und wollen natürlich da auch die zwei Punkte mitnehmen. Also das wird jetzt nicht so, dass wir da hinfahren und das kommt automatisch. Man sieht auch, wie die erste Liga verrückt ist, genauso ist auch die zweite Liga und wir wollen unseren Siegeszug einfach weiter fortführen und da muss es auch eben über Saint-Louis gehen. Letzte Frage, was ist denn dieses Jahr anders in der Mannschaft? Man hat den Eindruck, dass ihr irgendwie viel enger zusammen seid und irgendwie euch so anfeuert, ganz anders, sehr viel kommuniziert und von Anfang an als Einheit da seid. Ja, es ist schwierig. Man hat im Vergleich zu letztem Jahr oder vor allem von der Rückrunde, wo alles so lief wie geschmiert. Also das war schon fast kitschig letztes Jahr. Dieses Jahr war es ein bisschen schwieriger. Wir haben ein paar Leute reinbekommen, die der Sprache nicht mächtig waren. Man musste ein bisschen andere Sachen machen. Matze als Eventmanager hat das dann im Sommer sehr, sehr gut gemacht, um einfach uns näher zusammenführen. Haben auch schon einige Scheiße fressen müssen, so blöd das klingt. Was hat euch Matze Musche organisiert? Scheiße fressen? Nein. Na, das war Benno. Okay. Nee, das war auch, wie gesagt, das war auch im Training. Wir haben dann nicht immer optimale Voraussetzungen im Training gehabt, wo auch unser Cheftrainer dann mal das Wort erhoben hat. Und wie gesagt, dann rückt man halt doch näher zusammen und will man dann am Ende dem Trainer das so ein bisschen zeigen, dass man doch besser kann. Und wie gesagt, wir sind jetzt 4 Spiele ohne Niederlage. Jetzt müssen halt auch dann die Auswärtspunkte wieder her und dann können wir in Richtung oben gucken. Sagt Robert Weber im Fan-Talk beim SC Magdeburg nach einem tollen Sieg gegen die SC DFK Leipzig, präsentiert von MDR Sachsen-Anhalt, das Radio wie wir. Wer heute hier in der Halle war, das waren 6.800 Leute, das war ausverkauft, der weiß, wie Handballkultur und wie Fankultur in Magdeburg sein können und wie sich das anfühlt, wenn alle eine Einheit sind, nämlich das Team und die Zuschauer. Erzählen Sie es weiter und sorgen Sie dafür, dass es immer so funktioniert. Ich hoffe, Sie meinten Robert Wegeber. Und da ist so ein lockiger junger Mann, das macht ihr beide jetzt mal miteinander aus. Also da schalten wir dann aus, liebe Kinder. Fragt eure Eltern, was da jetzt passieren könnte oder was weiß ich. Habt's gut, sportfrei, wir gehen aber an die Pressekonferenz. Sehr gut. Fotos, feuerfrei.